Und das ist ein Zeichen, dass irgendwie... Und damit herzlich willkommen bei Foxy Inc. Mhm. Also, wenn ein FNAF-Game nur aus Foxy besteht. The future is here. The future is now. Bap! Ja, von 12 a.m. zu 6 a.m. Das ist das Übliche. Ich habe eigentlich noch nie einen Fangang gehabt. Rein nur mit Foxy. Okay, das ist cool gemacht. Nacht 1. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Pfeiltasten funktioniert gar nicht, also... Okay. Und hier? Okay, Ventilation und so weiter. Oh Gott, sind das viele Räume. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Lass mir zu Foxy schauen. Also da ist wahrscheinlich einer. Ja, gut für dich. Special Man, time for fun. Ich höre irgendwie gar nicht zu, was er sagt. Kein Bupen. Okay. 4 out of 10. Nee, Spaß. So I got off topic a little. Anyway, I need to tell you something. I'll begin from afar. Also wir haben Funtime Foxy und wir haben normalen Foxy. Ich meine, das ist jetzt die übliche Geschichte wahrscheinlich, bla bla. Ja, Special Plan, don't trust anyone. Also, aber ich kann in die Lüftungsschächte gar nicht schauen, habe ich das Gefühl. Ja, wenn sie an der Tür sind, einfach zumachen, ja, ja. Ich kenne doch den ganzen Stuff. Ist ja auch nicht. Oh, sind die Animatronics. Und damit meine ich Foxy. Ja, ich habe zwei Türen. Das hast du glasklar erkannt. Wie jedes Office in Five Nights at Freddy's. Ich habe zwei Türen. Kommen die in der ersten Nacht überhaupt so schnell her? Ja, ja, die warten eine Weile vor der Tür, vor der verschlossenen, denken sich, ja, da kommen wir jetzt nicht rein und dann hauen sie wieder ab. Ich kenne doch, was ist... Oh, wir haben... Ah, okay, jetzt... Also ich muss in den Backroom gehen, dann kann ich hier toggeln und dann kann ich schauen, wo die anderen sind und kann ich britzeln. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, so schnell. Wo bin ich überhaupt? Wo ist mein Office? Ich... Warte mal kurz. Nur mal ganz kurz. Ich weiß, maximaler Stromverbrauch for the win! Aber wo ist... Ja, ja, Sunday interessiert mich jetzt nicht. Mich interessiert jetzt nur, wo die Animatronics sind. Das interessiert mich gerade. Wo ist mein Office überhaupt? Von allen Orten. Wo ist es? Ist das hier? Stage? Ja, ist Backroom. Toilets, Main Corridor, Service Corridor, 1-4. Fragezeichen, Pirate Place, Main Hall, Stage. Wo ist mein Office? LOL! Ich weiß nicht, ich finde auf der Kamera mein Office nicht. Ich passe überhaupt nicht auf, was er sagt. Hörst du mal das Labern auf? Danke. Nein, der labert immer noch weiter. Oh, that's all! Du laberst ja nur über gefühlt 5 Stunden! Also, ich weiß jetzt nicht, wie schnell die herkommen. Und das Blöde ist, ich sehe halt auf der Kamera nicht mein Office. Und das ist ein Problem. Ich sehe mein Office nicht. Also muss ich da mal links... Aber warte mal, da ist... Der Hook ist schon immer da gewesen im Office, oder? Oder ist ein Zeichen, dass irgendwie... Was? Wie willst du...
Oh lol, ich kann das skippen. Ich habe ja nicht mal gewusst, wie der Herr rankommt. Nein. Machen wir hier zu. Oder weil ich die ganze Zeit dahin gestarrt habe. Ich weiß nämlich nicht, wo zum Geier... Warte mal. Was ist das? Failed to connect to the camera. Kann es tatsächlich sein, dass das hier mein... Nee. Wo ist mein Office? Ich meine, die Animation, die war ganz sweet. Die war sweet. Aber ich finde mein Office nicht. Ja, Service Corridor. Ach, lol, nee. Blöd. Ja. Yeah. Warte mal, kurz drüber machen. Ja, das hier, über der 5. Das ist mein Office. Das heißt, ich muss in 2 schauen und in 3, 2. Wenn ich da Faxi sehe, dann kann ich zumachen. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Also hier muss ich ihn sehen. Also da, der geht von hier oder rennt von hier nach da und dann da rein. Alles klar, okay. Aber wo ist dann der andere? Ich habe es mal links aber bewusst gemacht. Ich weiß, die Nacht werde ich so niemals überleben. Ah, das ist echt cool gemacht. Vor allem, wie plötzlich der auch da war. Parts and Service und da sehe ich halt gar nichts. Gifts. Me. Ja, schön. Fittig. Auf der Stage ist niemand. Es ist auch gerade niemand so in der Gegend. Also es ist eine ruhige Nacht. Wir haben es ja erst 1 Uhr. Aber Faxi kam vorher schon viel schneller an die Tür. Von dem her. Boah, also seit dem Encounter gerade bin ich ein bisschen doppelt vorsichtig. Es ist ein cool gemachtes Fangame. Es ist wirklich ein cool gemachtes. Ja, es ist zwar wieder die Standardmechanik, also wisst schon. Office Hock. Was? Ich hab dich nicht mal herlaufen sehen. Ich vermute eher, dass ich wahrscheinlich auf Sounds aufpassen muss. Habe ich so das Gefühl. Jetzt, okay, jetzt hat, hier geht's auf. Aber wo war er? Wo war der andere? Das ist gerade die andere Frage. Ich sehe den nämlich nicht auf der Kamera. Oh, oh. Oh, oh! Okay, der lurgelt raus. Noch. Aber wo ist der andere? I don't get it! Ich habe links zu lange off, zu. Das ist gerade ein Downfall. Ich habe keine Ahnung. Du die. Es ist 3 Uhr. Und weiter schaffe ich es nicht. Ja. Ich mach kurz beide zu. Just for the lulz, mache ich mal beide zu. Ich sehe kein... Ach, okay, da ist Mangle. Jetzt habe ich es auch mal entdeckt. Aber ich sehe nirgendwo einen anderen Faxi. Letztendlich ist es er nur, der rumrennt. Okay, jetzt bin ich relativ safe. Aber ich verbrauche halt Strom ohne Ende. Was nicht so geil ist. Vor allem, wo ist Funtime Faxi? Da ist noch Mangle. Ich habe irgendwie Bedenken, dass der dann... Okay. Schon kapiert. Der ist hier. Vor meiner Tür. Mhm. Und ich will jetzt nicht wirklich aufmachen. Ich meine, die Nacht wird es eh schwierig. Der ist immer noch vor der Tür, habe ich das Gefühl. Okay. Auf. Auf. Perfekt. Also... Was? Hä? Wie critical? Was? Ah, blöd, warte mal. 9, 5, Mangelster. Ja, yep, Mangle ist definitiv da. Ich hab's gerade im Lüftungsschacht gehört. Instructions. Ach, oh Gottes Willen. Okay, lass mal schauen. Ja. Dachte. Mal schauen. Jumpscare. Lüftungsschacht.
das sieht gut aus. Oh, Mangle greift mich dann an. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein echt cooles Fangame. Langsam komme ich in die Mechanik ein bisschen rein. Auch jetzt mit dem Resetten, das habe ich bisher auch noch nie so gesehen. Aber interessantes Fangame. Eure Meinung dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut.